Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren The Witcher 3 Wild Hunt Quest. Ihr seht hier unser Questlog und da ist noch verdammt viel drin. Eins davon ist Novigrad, die gesperrte Stadt 1. Finde die anderen Partner, die in der Nachricht erwähnt waren, und suche nach Schlüsseln. Was auch immer es mit dieser Quest auf sich hat, ich habe keine Ahnung, wo wir die hergekriegt haben und warum die auf einmal hier ist. Das ist noch eine Level 11er Quest. Ich kann dem Questlog auch plus eins entnehmen, und zwar: Nachdem Geralt und Triss den Außenposten der Hexenjäger überfallen und Menge getötet hatten, beschlossen die Jäger, an Magiern und Mutanten aller Art Rache zu üben. Bewaffnete Einheiten schwärmten auf der Suche nach Leuten durch die Stadt, die einen auch nur entfernt okkulten Eindruck machten oder deren Ohren nur andeutungsweise gespitzt waren. Okay, also dadurch, also es scheint eine Folgequest zu sein, weil wir Menge getötet und dieses Hexenjäger-Hauptquartier niedergebrannt haben. Ich glaube, wir hätten diese Quest vermeiden können, wenn wir stattdessen Triss zur Folterung freigegeben hätten und dadurch einfach nur die Infos aus Menge rausgequetscht hätten. Nichtsdestotrotz, jetzt sind wir in dieser Lage, also machen wir das Beste draus und müssen irgendwelche Schlüssel finden. So, das machen wir jetzt. Erstmal müssen wir mal wieder ein paar Leute von Hurensohn umhauen. Die haben immer noch nicht gerafft, dass der schon lange tot ist. Na. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir schon mal das nächste Zielgebiet. So, was genau muss ich hier machen? Finde die anderen Partner in der Nachricht. Ah, okay, hier haben wir was. Predigt eines besorgten Bürgers. Ach, das sind diese Dinger. Die haben wir schon tausendmal gekriegt, ne? Das ist es auch nicht gewesen. Okay. Oh, hier. Das war wohl einer der Partner. Das war ein Glückstreffer, dass ich den gleich gefunden habe. Verdammt. Die Jäger sind mir zuvor gekommen. Das war er wohl auch gar nicht, denn sonst wäre ja wohl das hier weg. Achso, wir müssen ja Schlüssel finden, genau. Also irgendwo hier muss ein Schlüssel sein. Gucken wir mal nach oben. Hier haben wir was. Okay. Komisch. Machen wir es einfach nochmal. Ach so, ist denn deswegen dieses Ding aufgegangen oder so? Verschlossener Schlüssel benötigt. Hier haben wir auf alle Fälle einen Brief und einen Schlüssel. Ich frage mich, was das ist. Lesen wir mal den Brief. Freunde, so wie die Dinge gerade stehen, haben wir nicht den Hauch einer Chance, die Waren zu einem guten Preis zu verkaufen. Zu viele Spitzel, zu wenig Käufer. Wir verstecken alles und warten auf bessere Zeiten, falls die jemals kommen. Ich weiß, was ihr denkt, dass ich euch übers Ohr haue, dass ich mit dem Schatz verdufte, nicht, dass ich euch das übel nehme. Ich traue euch auch kein bisschen. Damit wir alle in Ruhe schlafen können, schlage ich Folgendes vor. Wir verstecken die Beute in meinem Haus hinter einer Tür mit drei Schlössern, die sich, wie ihr Schlauköpfe sicherlich schon ahnt, nur mit drei Schlüsseln öffnen lassen, und jeder von uns besitzt einen davon. So können wir sicher sein, dass keiner die anderen betrügt, und wir teilen das Gold gerecht auf, wenn sich alles beruhigt hat. Einverstanden? Fritz, okay. So, das heißt hier, das sind wohl die Schlüssel benötigt. Zwei von drei haben wir schon, wo auch immer wir den ersten hier haben. Ich habe nämlich keinen Schimmer. Das heißt, wir müssen noch einen finden. Okay. Oh, ich bin irgendwie froh, dass ich mal wieder in Novigrad bin. Novigrad ist eine echt ziemlich coole Stadt. Das habe ich, ich glaube, gefühlt schon tausendmal während diesem Let's Play gesagt. Hey, du. Aber es ist einfach so. Ah.
wie sie halt immer schreien, ne? Ich stelle mir mal vor, wie die in diesem Aufnahmestudio stehen und dann müssen sie alle einmal plärren. Ah! Ah! Ich würde mir da halt echt deppert vorkommen. Ich mach's nur hier, umsonst. Okay, also, was haben wir denn hier? Meister Hexer, hilf einer Frau in Not! Och, die arme Lucy, die hat Probleme. Ja, machen wir's ein anderes Mal. Erstmal muss ich... Möchte wirklich wissen, was passiert, wenn die Gosse... Gucken wir mal hier rein. Oh, natürlich kann man da nicht rein. Meister Hexer, hilf einer Frau in Not! Zu viele Ausrufezeichen. Meister Hexer, hilf einer Frau in Not! Abgeschlossen? Willst du mich verarschen? Alter Weib, bitte, bitte. Ich hab dich schon beim ersten Mal gehört. Oh Gott, jetzt müssen wir wieder zurück, weil ich den Eingang nicht finde. Das ist echt... Irgendwas pfeift mir hier zu. Ups. Ups. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier nichts mitgehen lassen darf. Oh shit. Die sind sauer. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Also Leute, merkt euch. Nichts in Novigrad klauen. Scheiße. Ach, Leute, lass mich doch bitte einfach gehen. Weg mit uns! Oh je. Wir hauen einfach hier ab. So, einmal hier entlang. Ey, bitte, irgendwann müsst ihr doch wieder Ruhe geben, oder? Alter, ernsthaft. So, jetzt aber, oder? Okay, cool. Ich denke mal, sollten die auch wieder Ruhe geben. Das ist nicht so schlimm wie in Skyrim, dass man dann den Rest seines Lebens ausgeschissen hat. Man muss nur dem Kampf entkommen und dann sind alle wieder ganz ruhig und gechillt. So, okay, nochmal dahin zurück. Ups. Naja, gut, jetzt haben wir halt ein Lichtlein mehr. So, okay. Ich hoffe, die junge Frau hat jetzt auch keinen Bock mehr auf uns. Er ist irgendwie weggelaufen oder so. Schon wieder klatschnass. Nee, die Quest gibt's immer noch. So, ist... Hier ist abgeschlossen. Hier auch. Ich mag Regen. Meister Hexer, hilf einer Frau in Not. Also ungefähr jede Tür ist abgeschlossen. Fass mich nicht an! Scheiße! Gehen wir mal hier hoch und gucken. Das sieht irgendwie gut aus. Ich glaube, das sieht gut aus. Scheiße, es sieht scheiße aus, Mann. Ah. Zum Teufel. So ein Pech. Vielleicht hat das auch was mit der Frau zu tun? Meister Hexer, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Oh. Meister Hexer, hilf einer Frau in Not! Da oben war auch schon abgeschlossen. Dudum. Aber hey, hier gibt es echt keine Tür, die man öffnen kann. Was soll ich denn davon bitte halten, Mann? Reden wir mal mit Lissy, vielleicht hat die eine Ahnung. Pass auf, wo du hintrittst. Oder Lucy. Wo ist das Problem? In meinem Haus, darin spukt's. Es heult, rasselt mit Ketten, Teller zerbersten. Ich habe Angst, dort zu sein. Kannst du nachsehen, welche Art Phantom das ist? Ich will auch nicht knausern. Klingt nach einem Wicht oder einem Wettermacher. Gut, ich kümmere mich drum. Ich danke dir vielmals. Komm mit mir. Ich zeig dir den Weg.
Hat er anscheinend tatsächlich was mit der Quest zu tun. Na Gott sei Dank. Na dann zeig uns mal, was abgeht. Die will mich bestimmt bloß reinlegen. Das ist die letzte. Das ist die Partnerin. Die geht jetzt bestimmt gleich auf uns los. Oder sie hat uns extra da reingelockt, damit wir die Hexenjäger töten. Ich mag es nicht, reingelegt zu werden. Reingelegt? Ich sagte, bei mir spukt es. Ich konnte nicht wissen, dass es Jäger sind. Mhm. Nur wussten die Jäger genau, auf wen sie warten. Das riecht mir nach einer Falle. Gut, vielleicht bin ich nicht ganz ehrlich gewesen. Vor allem kann ich dich nicht mit Gold belohnen. Aber das heißt nicht, dass du mit leeren Händen gehen musst. Hier, ein Schlüssel zu einem Schatz. Es sind insgesamt 3. Folge den Jägern, um die anderen beiden zu finden. Ich muss jetzt fliehen. Das ist okay, wir haben nämlich schon alle. Es war halt tatsächlich die Frau, ne? Vielleicht sollte ich öfter mal im Questgebiet mit Questgebern reden. Wobei es eigentlich ganz cool gewesen wäre, mal einem Wetterling zu begegnen, denn ich kannte noch keinen. Ich habe hier noch keinen gesehen. Naja, okay. Wir haben die 3 Schlüssel und jetzt gucken wir mal nach, was in diesem Tresor zu finden ist. Regen, das Einzige, was in dieser Scheißstadt kostenlos ist. Die ist ja richtig optimistisch. Ich würde mal sagen, ein Messer zwischen den Rippen ist mindestens genauso kostenlos in dieser Stadt. So viel Scheiß wie hier passiert. Und diese ganzen Jungs vom Bettlersohn, die ganze Zeit pupsen, wenn wir vorbeikommen und dann so dümmlich lachen, so geile Sache, ich habe einen Fahnenlappen. Da rein oder was? Ja, das war er. Okay, genau, hier hoch. Dann war das tatsächlich diese eine verschlossene Tür. Naja, Tür, Schubladen wohl eher. Nach dem Tresor sieht das Holzding eigentlich nicht aus, oder? Ich meine, da könnte man doch mit einer Axt auch einfach durchhauen. So, okay, wir haben eine große Rune, das ist schon mal ganz cool. Und ja, ansonsten relativ viel Müll. So, und wir haben eine weitere Quest abgeschlossen. Ja, also ich dachte zwischenzeitlich mal, dass wir draufgehen, nachdem die ganzen 35er Hexenjäger auf uns losgegangen sind. Aber wir sind ja irgendwie ganz gut weggekommen. Und mal gucken, ob wir genau das Wilddeppenmassel im nächsten Part haben. Bis zum nächsten Mal.